sich vorstelle, die Sojamilch wird mit Kombucha-Essig verheiratet und dann gerinnt es, flockt es aus. Hier ist die Kombucha. Hier ist Grundlager, Sojaboden, Kombucha. Da wird die ganze Fermentationsprozesse vorbereitet. Ein halbes Jahr muss so Kombucha fast stehen. Ist dann total durchgegoren, der Zucker und der Schwarztee, Grüntee. Und ist dann richtig im Grunde wie ein Essig. Und das ist unser Gerinnungsmittel und das ist ein lebendiges Gerinnungsmittel. Das hat nur Lord of Tofu weltweit, wird es nur bei uns hergestellt. Und hier kommt die Sojamilch und hier unten der Kombucha. Dann kommt es zusammen, wird verwirbelt. Wird nach oben gestoßen. Nach oben wird es dann fertige Tofu rausgeschnitten. Überstand weg und dann an den reinen Kunststoff so einen Laden dann als Temperatur verkaufen. Von der Sojabohne bis zum Produkt.